Ja, genau so. Ist einfach schon, nee, ist einfach zu früh. Wir haben nämlich jetzt 12:30 morgens. So, ich bin fertig. Ich konnte nämlich nicht schlafen. Ja, und dann gehe ich öfter mal basteln, weil ich am Sonntag dran bin mit dem Inspirationstag. Möchte ich euch eine Box zeigen, die ich hier mit diesem Weihnachtspapier gebastelt habe. Und ich finde das ja so schön, ne? Ich mag diese Blöcke sowieso unheimlich gern. Die kann man so toll benutzen. Ich weiß, die meisten schimpfen immer, weil das bricht, wenn du es faltest oder wie auch immer. Aber so wie ich bastel, brauche ich das eher nicht zum Falzen. Aber das lässt sich super ausstanzen und ach, ich stehe da völlig drauf. Und man muss daraus ja auch keine Boxen basteln, ne? Man kann sich das ja so zurechtschneiden, wie ich das gemacht habe. Jetzt habe ich es auch schon gesagt, ich habe eine Box gebastelt. Und zwar diese hier. Oh, könnt ihr von oben sehen. Ich weiß, ich habe so einen ganz tollen Untergrund, ne? Von oben. Vorne und die Seite. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen stramm zugemacht, weil. Ach so, und von hinten ohne Steinchen und von unten natürlich auch ohne Steinchen. Man könnte hier natürlich, wenn man hiervon noch 4 Stück hätte, ne, könnte man hier 4 Stück hinmachen. Also hier zumindest. Hier nicht, ist ein bisschen instabil. Hier. Und dann kann man das noch so hinstellen. Hat dann mal irgendwas von der Kiste so, ne? Ja, also das ist meine Weihnachtsbox. Und ich habe es nicht so mit Schleifen. Bei mir ist es halt ein bisschen straff geworden. Und wenn ich es öffne, ist dann da sowas drin. Was Feines fürs Wasser, zum Baden. Ist das jetzt zum Baden oder ist das die Lotion? Körper, Lotion. Ne, das ist eine Körperlotion. Genau, die ist dann da drin. Und die fummel ich jetzt nicht wieder raus. Ich bin froh, dass sie drin ist. Obwohl ich vergessen habe, das goldene Bändchen raus zu, drum zu machen, aber das werde ich später machen. Das ist ja jetzt nur so zum Gucken, ne? Und ich mag diese Boxenformen. Die kann man ja wirklich in allen möglichen Größen und allen möglichen Formen machen und. Ja, ich finde sie sehr schön. Ich mache das sehr gern. Kann man auch so lang machen, klein und flach. Ja, das war jetzt mal ein ganz kurzes Video. Das ging aber ratzfatz. So, ne? Schick, schick. Mit den Steinen dann auch noch. Ach, jetzt hole ich das doch raus, weil ich brauche das. Ich muss da eh da gleich noch das Band dran machen. So. Und da kann man natürlich auch Süßigkeiten reinmachen. Was man da reinmacht, ist einem ja selbst überlassen. Und hier kommt jetzt nachher noch ein goldenes Bändchen drum mit einem Glöckchen. Und dann kommt es da wieder rein. Ich mag das. Wird verschenkt. Genau wie die Box einen neuen Besitzer finden wird. Und da ist so viel Bling-Bling dran. Hier unten habe ich übrigens Washi verklebt. Ja. Und ich glaube, das war mein letzter Sonntag. Oder ich weiß es gar nicht, ob das jetzt mein letzter Inspirationstag war. Auf jeden Fall hat mir das Spaß gemacht. Ich möchte mich bei allen Mädels bedanken, die da mitgemacht haben. Ihr habt da echt wahnsinnig tolle Ideen bei. Das ist der Burner, was man so alles, ne? Oder was in anderen Köpfen so alles rumschwebt. Das ist richtig schön. Genau. Ja, und ich wurde ja gefragt, ob das wirklich stimmt, dass ich die so gemacht habe. Wartet, ich zeige sie euch. Hat jetzt nichts mit dem Inspirationstag zu tun. Also könnt ihr jetzt rum abschalten, wenn das mit dem Inspirationstag interessiert hat. Ja, habe ich wirklich. Ich habe hier ein Meer. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen?
Ein Törtchen mehr, ein Törtchen mehr. Das sind, wenn ich jetzt noch 5 Stück mache, dann habe ich hier 500 drin. Aber gemacht habe ich schon, weil ich habe schon welche als Geschenk verpackt. Gemacht habe ich 509. Genau. So, das sind jetzt, insgesamt habe ich 509 gemacht. Sind aber schon welche weg. 95 sind hier, 495 sind hier noch drin. Und ich habe auch jetzt keine Lust mehr, 5 weitere zu machen. Aber ich kann euch nur sagen, es macht süchtig, aber es macht so einen Spaß. So Lieblingspapiere oder wo du gedacht hast, so, nee, diesen Schnibbel, den kannst du nicht wegschmeißen. Das ist viel zu schön oder viel zu schade, das Papier. Um Gottes Willen, bloß nicht wegschmeißen. Ja, so bin ich ja, so komplett vernagelt, ne? Und dann hält man auch mal so kleine Futzelreste, die man nicht wegschmeißt. Ja, und da kann man ganz, 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 ganz toll hier diese kleinen Törtchen machen. Die sind alle noch ohne Gesicht, weil je nachdem, wofür ich die brauche oder was ich damit machen möchte, dementsprechenden Gesichtsausdruck bekommen die. Und dementsprechend wird auch das Sahnehäubchen quasi geschmückt. Genau. Also, ja, ich war wirklich so verrückt und habe das gemacht. Und liebe Annika, warum habe ich das gemacht, falls du dieses Video siehst? Das ist das Ergebnis, weil ich mich um das Thema Meer herumdrücken wollte. Ja. Genau. Und wenn man bedenkt, dass ich sage jetzt mal 500, ne, weil insgesamt habe ich zwar mehr gemacht, aber wenn man bedenkt, dass ich diese, dass ich die Stanze, dass ich das Papier meistens, um dieses Ding zu machen, wirklich zweimal gestanzt habe. Ich habe mir nämlich ganz viele so Restpapiere in Streifen geschnitten oder du hast dann gerade mal das untere Teil rausgekriegt und ne, so halt, also ich habe für ein Törtchen zweimal gestanzt. Dann habe ich jedes einzelne Teil schwarz gewischt, den Rand. Dann habe ich es zusammengeklebt und dann habe ich es nochmal in die Hand genommen und habe es mit schwarzem Stift bearbeitet. Ja, das nennt man auch Beschäftigungstherapie. Und das ist so ein Teil. Könnt ihr das sehen? Also das kann ich jetzt quasi hier hinten abziehen. Das hier ist nämlich Teppichkleber. Und dann kann ich mir das irgendwo hinbappen. Hier ist auch noch einer. Also das war eine Sauerei. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht und habe die dann eben auch durchgestanzt. Ich kann euch sagen, stanzt sowas bloß nicht durch. Eure Stanze klebt und dann wird das ganz schmierig und oh, oh Gott. Da musste ich schon ein paar Mal hin und her und andere Sachen stanzen, bis die dann wieder reibungslos funktioniert hat. Ja. Genau. Und das wollte ich dann mal den Ungläubigen zeigen, die nicht glauben konnten, dass man wirklich so schwachsinnig sein kann und halt so viele auf einmal macht. Ja. So, aber darum ging es ja. Ich werde mir jetzt, glaube ich, noch mal was zu trinken holen und mal versuchen, ob meine Hüfte mich jetzt schlafen lässt. Ich bin ja eben aufgestanden, um hier mal kurz was zu holen, aber da hat meine Hüfte noch gesagt, du doofe Kuh zu mir. Ja, weiß ich auch nicht. Die mag mich heute nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht.